Thomas Gottschalk hat gestern gnadenlos nicht nur mit der Politik, sondern vor allem auch mit dem ZDF abgerechnet. Denn es war ja seine letzte Wetten, das Sendung und wir gehen jetzt mal auf einige spannende Dinge ein, die er dort gesagt hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ich weiß nicht, ob ihr Wetten, das Fans seid. Ich gucke mir Wetten, das schon länger nicht mehr an, habe es aber immer als Kind, weiß ich noch, zusammen mit meinem Bruder, meinen Eltern und meiner Oma damals geschaut und wir fanden eigentlich immer, das ist eine super Sendung und haben uns vor allem immer unterhalten gefühlt. Man kann sich wahrscheinlich streiten, Geschmackssache, doch die meisten Leute in Deutschland finden immer noch und fanden wohl, Wetten, das ziemlich sehenswert. Sonst hätte diese Sendung ja nicht immer diese sehr überdurchschnittliche Quote bekommen. Wie man jetzt zum Beispiel sehen kann, hat auch die Abschiedssendung gestern absolute Rekorde gebrochen. Ganze 12 Millionen Zuschauer haben sich gestern Abend im ZDF die letzte Sendung von Thomas Gottschalk, der jetzt schon über 70 ist und 36 Jahre lang Wetten, das gemacht hat, angeschaut. Das ist ein absoluter Rekord. Da wird niemals ein Markus Lanz rankommen, der ja mit seiner Sendung beim ZDF noch einer der erfolgreichsten Talk-Moderatoren ist, der ja auch aber damals bei Wetten, das ziemlich schnell wieder abgesetzt wurde, weil er halt einfach nicht mithalten konnte mit Thomas Gottschalk. Es hat auch irgendwie immer skurriler und skurriler dann unter Lanz gewirkt bei Wetten, das. Es wurde irgendwie immer mehr und mehr zu so einer Art Affentanz. Und die spannende Frage ist, warum jetzt Thomas Gottschalk eigentlich, obwohl es doch so gut läuft, aufhört im ZDF. Und dazu sagt er einiges. Schauen wir uns jetzt aber erstmal noch kurz einen ganz lustigen Gag an, wo er kurz mal auch mit der deutschen Politik abrechnet. Hier sprechen sie eigentlich gerade über die Schweiz, aber hört mal kurz rein. Bergab geht sogar in der Schweiz von alleine, ja. Wir brauchen die Hilfe der Politik in Deutschland, dass es bergab geht. Ja? Das sind die Art von Witze, die man einem Thomas Gottschalk eben einfach noch durchgehen lässt, weil es halt Thomas Gottschalk ist. Aber insgesamt ist Thomas Gottschalk eben jemand, der noch nie sonderlich politisch korrekt war. Immer mal wieder auch Sprüche über Frauen gebracht hat, immer mal wieder Dinge gesagt hat, die jetzt in den aktuellen Zeitgeist des immer wokeren, auch öffentlichen, gesellschaftlichen Klimas nicht mehr reinpassen. Völlig egal, ob da die Quote eigentlich gut ist. Man versucht lieber, ideologisch getrieben Sendungen durchzubringen, die immer fader, immer langweiliger werden und deswegen auch immer mehr Zuschauer halt eben anlocken. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, warum Thomas Gottschalk Wetten, das, obwohl es so gut läuft, verlassen wird und das seine letzte Sendung war. Und ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum, ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Ja, da hört man es. Ja, interessante Aussage. Und ich muss sagen, was die Zuschauer und die Gäste angeht, klar, Thomas Gottschalk ist eben in einer anderen Zeit ja eben auch mit anderen Menschen zusammen groß geworden und aufgewachsen. Viele von den Künstlern, von den Stars von damals,
sind halt eben nicht mehr in der heutigen Zeit und in den heutigen Generationen so populär. Ich denke aber, dass gerade ein Thomas Gottschalk eben so ein bisschen wie so eine Art Bindeglied zwischen eben alten und älteren Zuschauern und Stars oder auch bekannten Menschen und eben der neueren Generation funktionieren würde, weil eben auch viele junge Menschen Thomas Gottschalk eben kennen und auch schauen. Das hat man nämlich auch jetzt hier gesehen bei der Quote. Schaut mal hier, dass eben auch die jüngeren Zielgruppen, 14- bis 49-Jährige, also auch jüngere Leute, haben hier sehr, sehr, sehr stark eben auf Thomas Gottschalk hier gesetzt in der letzten Sendung, wenn man das auch vor allem mit anderen Dingen vergleicht. Und jetzt müsste man eines sagen, wo doch insgesamt das Fernsehen sowieso nach und nach Zuschauer auch an die Streamingdienste verloren hat oder auch an alternative, ganz andere Dinge wie TikTok, Instagram, YouTube und so weiter, wäre es doch eigentlich eine riesige, gigantische Chance eben fürs Fernsehen und zu sagen, komm, was die Gäste angeht, da könnte man weiterhin mit Thomas Gottschalk wahrscheinlich noch wunderbar bis zu seinem 75. Geburtstag, vielleicht sogar länger, diese Sendung machen, ja. Aber wie man auch ganz klar heraushört, er hat einfach keinen Bock mehr. Und das kann ich natürlich durchaus gut verstehen. Und das ist ja eine Sache, die halt immer mehr anderen Menschen auch so geht, wenn sie halt sich überlegen, hey, wenn ich auf dem Arbeitsplatz oder wenn ich irgendwo öffentlich eben nicht so rede, wie es der aktuelle Zeitgeist von mir verlangt oder wie ich es gerne hätte, weil jedes Mal danach eben der massive Shitstorm kommt, das ist ja natürlich eine Sache und da sag ich immer dazu, ja, don't go in the kitchen if you can't stand the heat. Ja, geh nicht in die Küche, wenn du die Hitze nicht erträgst. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich hier die Videos immer in der Küche mache, weil ich kann jede Art von Hitze vertragen und sehe mich nie irgendwie als Opfer und so. Aber der andere Punkt ist natürlich auch der, ob du dann noch Rückendeckung von deinem jeweiligen Sender hast und so und ob du eben das Programm und die Sendung auch so machen kannst in der Art und Weise, wie du es gern machen würdest. Mit deinem Naturell, mit deinen Witzen, mit deiner Art und Weise oder ob du dich eben einem aktuellen Zeitgeist anpressen musst gewissermaßen, nur damit du nicht Witze auf Kosten von irgendjemand machst. Und dann, ja was dann? Dann hast du halt eine Sendung mit niedrigeren Quoten, dann hast du halt eine langweilige Sendung, die sich keiner mehr anschauen will, aber herzlichen Glückwunsch, Hauptsache du hast die politisch korrekten Mainstream-Leute sozusagen zufrieden gemacht. Und deswegen kann ich es gut verstehen, dass Thomas Gottschalk hier einfach keine Lust mehr einfach drauf hat. Ich nehme an, er hat auch genug Geld verdient und hat sicherlich jetzt bessere andere Dinge zu tun. Interessant auch an dieser Stelle, dass dann Kollegen beispielsweise hier von der ARD das überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Dann sagt hier ein Gabor Hallas, man kann stundenlang den größten Mist reden vor Millionenpublikum und sich dann beklagen, nicht mehr alles sagen zu dürfen. Alles erlaubt. Auch, dass es anderen nicht gefällt und sie darauf reagieren. Ja, aber was hier der Gabor Hallas eben halt völlig vergisst, ist, dass es nicht Thomas Gottschalk darum ging, dass beispielsweise irgendwelche Zuschauer wieder einen Shitstorm haben beim ZDF. Ich glaube, Thomas Gottschalk ist es völlig egal, ob da irgendein Shitstorm auch gegen ihn kommt beispielsweise. Er war immer schon so, dass er eben angeeckt ist. Und jeder, der als Entertainer eben auch groß wird, der weiß doch ganz genau, dass es immer auch ein Spiel damit ist. Und ich glaube, Harald Schmidt war es mal, der gesagt hat, jeder, der in irgendeiner Art und Weise im Fernsehen ist oder öffentlich ist oder als auch als Politiker, als bekannte Person, muss immer auch Teil sein von jemand, über den man sich lustig machen kann. Ich glaube, und das hat hier dieser Mann von der ARD überhaupt gar nicht verstanden, es ging natürlich um den Sender selbst und um die Verantwortlichen dahinter, die dann eben nicht mehr hinter dieser Sendung stehen. Das ist doch vollkommen einfach zu verstehen. Aber gut, das war es jetzt jedenfalls für Thomas Gottschalk. Kann sich auf jeden Fall der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal wieder bedanken. Ich sag mal nur, get woke, go broke, weil diese Quote werden sie natürlich mit keiner anderen Sendung jemals erreichen. Aber da haben sie natürlich trotzdem immer noch das Glück, dass sie halt weiterhin auf die Gebühren der Bürger zählen können. Die sollen ja, glaube ich, auch wieder steigen demnächst. Und von daher gehen sie natürlich so schnell nicht insolvent.